Hallo ihr Lieben, es ist 15 Uhr, es ist Samstag und ich bin wieder live. Heute über die Seite von der lieben Doriana. Und ja, ich wollte eigentlich heute gegen 20 Uhr live gehen, aber da mir leider was dazwischen gekommen ist, habe ich überlegt, bevor ich es vielleicht morgen machen muss, ziehe es mal vor auf 15 Uhr. Und ja. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich den Babyboomer arbeite. Und zwar mit den Produkten aus der Magically Edition Kollektion von der lieben Doriana. Mit dem Pink Babyboomer und dem Milky unter anderem. Und dann will ich es vielleicht auch nochmal probieren mit dem Natural. Das habe ich noch nicht probiert. Schauen wir mal. Ich hoffe, das Licht passt soweit. Ich kann mal kurz schauen. Irgendwie ist es ein bisschen komisch. Ja, aber ich hoffe, ihr könnt gut sehen. Ja, ich schaue gerade noch mal kurz. Also, ich muss hier noch ein paar Einstellungen machen. Dazu bin ich noch nicht gekommen. So. Derzeit können ja noch Zuschauer kommen. Obwohl ich glaube, dass heute viele bei dem Wetter mit den Families unterwegs sein werden. So, Geräusch hier. So. Gut. So. So. Ich hoffe, man kann mich gut hören und das Bild ist soweit auch in Ordnung. Ich weiß leider gerade nicht, was mit dem Licht hier ist. Ist vielleicht auch. Der Kamera sieht ein bisschen komisch heute aus, aber ich glaube, das liegt daran, weil ich den Raum heute abgedunkelt habe. So. Aber man kann es ganz gut sehen, oder? So. Ich habe kurz überlegt, ob ich das an der Silikonhand euch zeige oder auf einem Tipp. Ich habe überlegt, dass es vielleicht, damit man das konzentriert auf den Tipp nehmen kann, auf dem Tipp euch präsentiere. Und ja, gut. Ich habe den jetzt schon mal so ein bisschen vorbereitet, habe schon Ultrabond drauf gemacht, damit es mir nicht so verläuft, aber es passiert eigentlich so auch nicht. Das ist halt eine Angewohnheit von mir, dass ich da immer noch einen Haftuntergrund drauf mache. Wenn ich an mir arbeite, arbeite ich mit Haftgel, also weniger mit Ultrabond oder Primer, sondern wirklich mit Haftgel. Das hält bei mir am besten und damit hatte ich auch nie Probleme. Hallo Jenny. Und ja. Gut. Ich fange immer beim Babyboomer, den ich eigentlich abgrundtief hasse. Ich glaube, da sind viele bei mir, die absolut mit Babyboomer oder Farbboomern und Verläufen nichts anfangen können, weil sie es nicht hinbekommen. So wie ich halt auch eigentlich eine Kandidatin bin. Ja, aber ich habe jetzt mal testweise ja letztens mal den Babyboomer mit den zwei Produkten, nur mit dem Milky und dem Pink Babyboomer mal ausprobiert. Und habe das ja euch auch auf Instagram gezeigt. Und ich bin, muss ich sagen, ganz zufrieden damit. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Und deswegen habe ich überlegt, kann ich euch ja auch gerne mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Hallo Doriana. Genau, also viele nehmen vielleicht dann noch für die Spitze irgendwie ein softes Weiß oder so. Ich habe
nur mit den beiden Produkten gearbeitet gehabt. Und ja, also ich fange halt auch immer damit an, dass ich vorne die weiße Spitze erstmal mache. Ich habe jetzt mal einen Naturtipp genommen. Natürlich ist es ein bisschen schwieriger, wenn man auf einem Naturnagel mit einem eingefärbten Nagelbett einen Babyboomer macht, als jetzt auf so einem hellen Naturtipp, der vorne eh schon, also der schon grundsätzlich hell ist für die Spitze. Den Babyboomer, den ich auf Instagram gepostet habe, dem habe ich auf dem Clear-Tipp sogar gearbeitet. So, dann verstreiche ich das. Und es zieht sich halt, die Produkte von Doriana ziehen sich halt super glatt. Aber verlaufen nicht, auch so an einem so warmen Tag wie heute wieder. Da finde ich das ganz gut. Genau, also die weiße, ja, weiße Spitze halt, ne? Die fehlt jetzt halt auf dem Naturtipp so ein bisschen die Abhebung davon. So. Na, da Doriana antwortet, gehe ich davon aus, dass man mich gut hört und sieht. So, nun verstreiche ich das. Genau. So, und dann lasse ich das schon mal auswerten. Eine Minute lang. Genau. Danke fürs Feedback, Doriana. Schön, dass du da bist. Ich gehe davon sowieso heute nicht aus, dass jetzt so viel zuschauen werden bei dem Wetter. Werden wahrscheinlich viele eher draußen sein und das Wetter genießen. Ja. Aber ich will hier auch nicht so lang rumsitzen. Ich zeige euch, wie gesagt, nur kurz, wie ich den Babyboomer mit den Produkten arbeite. Und ja. So, das hier ist das Pink Babyboomer. Richtig schön nach Rosaton, sehr natürlich. Ich kann ja noch mal, um den Vergleich zu zeigen, noch mal das Natural neben dran stellen. So, dann nehme ich mir Bällchen von dem Pink und fange dann hier an. Ist am Rand entlang und es das Gel bewegt sich auch nur, wenn ich es mit dem Pinsel mitnehme. Ansonsten, sorry, verläuft es überhaupt nicht, wie ihr seht. Also hier, das hier, dieser Tag ist auch nochmal ein gutes Beispiel. Ich kann euch mal sagen, ich habe jetzt hier im Raum fast 27 Grad. So. Und dann haben wir hier schon einen richtig schönen. Und man sieht auch, wie gut das Pink hier auch den Naturtipp schon abdeckt. Mit einer guten Schicht. Ein bisschen was.
Und es zieht sich super glatt. Also mit den Gelen spart man sogar Zeit, weil man halt einfach nicht mehr wirklich viel feilen muss. Wenn man gut modelliert hat, muss man eigentlich gar nicht mehr feilen. So. Und dann einfach ein bisschen mit dem Pinsel. Natürlich kann man jetzt auch diese extra Babyboomer-Pinsel dafür nehmen. Also mit Dorianas Gel funktioniert es auch mit dem Modellagepinsel super, finde ich. Dann kann man das. Hier sieht man schon, wie super soft dieser Übergang wird. Und dann noch ein bisschen zu dick. Also keine krassen Kanten, wo man dann sieht, ah, hier fängt die Farbe an und sondern richtig schön. Und ich bin ja eh so ein kleiner Perfektionist, was das angeht. Wenn ich einen Farbverlauf machen möchte, dann soll der auch wirklich einen schönen Verlauf darstellen und ohne harte Farbkanten. So, mal kurz schauen. Also auf dem Naturnagel deckt es natürlich noch mal mehr und dient halt auch gut zum Abdecken von Unebenheiten. Man muss es ja nicht für Babyboomer nehmen. Dieses Pink ist richtig schön natürlich. Sieht sich super glatt. Ich nerv nur noch halt am Babyboomer, dass halt das als Perfektionist so gefühlt ewig lang dauert, bis man dann wirklich zufrieden ist. So, dann würde ich hier die erste Schicht auch mal so, wie sie ist, erstmal aushärten. Ja, und halt die Aushärteschritte. Hallo Heike, freut mich, dass du auch dabei bist. Genau. Ja, ich weiß nicht, wie ihr so mit Babyboomer eure Erfahrungen habt. Also ich kenne viele, die es verfluchen, aber ich habe auch schon bei vielen gesehen, die das richtig gut hinbekommen. Und das in einem Tempo, als wäre das ein normales Fullcover. Also wow, so weit bin ich noch nicht. Aber ja, da ich selbst persönlich auch nicht unbedingt Babyboomer trage. Und es ja ewig dauert bei mir, bis ich da zufrieden bin, bin ich eher ein Anti-Fan davon. Also ich finde ihn schick, ich finde es natürlich, es geht immer zu jedem Anlass, zum Alltag passt super, aber selbst zu arbeiten, ja, ist mir ein bisschen zu aufwendig. Und noch krasser ist es, wenn ich einen Farbboomer arbeiten will, wo dann natürlich die Farbkanten noch extremer zu verblenden sind. Dann brauche ich dann doch nochmal einen extra Versiegler oder nochmal eine dünne Schicht mit einem Milky drüber. Und dann habe ich Angst, dass das viel zu dick wird. Und ja. So, dann mache ich jetzt noch eine Schicht mit dem Milky. Das setze ich mir auch wieder vorne ab, dann wird es hier auch noch ein bisschen heller. Vielleicht habe ich ein bisschen auch zu viel gerade genommen. Hier so ein bisschen verteilen.
teilen und wieder ausstreichen. Ne, also ich hoffe, dass das jetzt keine Stunde geht, bis ich da diesen einen Tipp fertig habe. Ich weiß, ich habe nämlich bei meinem Babyboomer, den ich gepostet hatte, nämlich nicht auf die Uhr geguckt, wie lange ich für den gebraucht habe. Ich habe einfach gemacht und hatte relativ Spaß dran, weil es nicht so lange gedauert hat, wie ich sonst immer einen Babyboomer geübt habe. Da habe ich ja gefühlt wirklich eine Stunde bis zwei dran gehockt, bis ich mal zufrieden mit dem Farbverlauf war. Und am Ende war ich dann doch noch nicht perfekt zufrieden. Hallo Sandra, du bist auch da, das freut mich. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es zieht sich wieder super glatt, also. Das liebe ich so an den Gelen. Und ich glaube, ich habe mir jetzt ja auch bei der letzten Aktion von Doriane die, wie viel waren es, 20%? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Doriane macht so viele geile Aktionen als. Ja, habe ich mir jetzt die beiden, ich glaube das Natural und das Baby Boomer Pink oder auch das Milk, nee, ich glaube die beiden waren es, hatte ich mir jetzt in den großen Tiegeln bestellt, also in den 15ml Tiegeln. Und die sind, glaube ich, auch in der Packstation und warten auf mich noch. Ja, gut, dann härten wir das auch nochmal aus. Ja, das Natural auf jeden Fall, da könnt ihr auf jeden Fall schon sehen. Da habe ich jetzt schon zwei Modellagen gemacht. Ne? Unter anderem auch die hier jetzt. Und ach ja, ja, ich habe, es sieht man jetzt nicht, weil ich jetzt mit meinen schwitzigen Fingern drüber gehe. Aber die Farbe des Gloria Grey von der Doriana habe ich hier drauf. Und ich habe es nicht versiegelt, weil es ja ohne Schwitzschicht aushärtet. Und ich mal gucken wollte, wie sich der Glanz so entwickelt. Und ich bin einfach wieder top begeistert, weil es ist ein Hammerglanz, als wäre da so ein richtig krasser Glanzversiegler drüber. Und die hier sind jetzt auch schon eine Woche alt und die glänzen immer noch. Und bei denen, da habe ich, glaube ich, eine Schicht weniger drauf gemacht. Das sieht man vielleicht. Ich habe auch ein bisschen rumgeknibbelt. Musste ich die Tage auf meinem Herd mit Scheuermilch sogar arbeiten und hatte keine Handschuhe an. Und die glänzen trotzdem noch. Also klar, wenn man jetzt, glaube ich, mit dem gefühlt Mikroskop drüber geht, sieht man bestimmt den einen oder anderen Mikrokratzer. Aber ganz ehrlich, Leute, ich bin einfach baff von den Produkten. Der Glanz, der will einfach nicht weggehen. Das ist jetzt nur halt ein bisschen, weil ich verschwitzte Finger habe. Stimmt, oder ein weißen Tipp. Weißes Farbgel drunter, ja. Ja, hätte ich dran denken können. Ja, weiße Tipps habe ich auch da. Ich weiß gar nicht, muss ich mal kurz gucken. Vielleicht mache ich euch sogar noch einen Babyboomer mit einem weißen Tipp. So, aber das finde ich, sieht jetzt schon mal ganz gut aus, ne? So, jetzt noch eine Schicht und dann noch mal mit dem Milky ein bisschen drüber und dann haben wir es ja schon. Ja, das heißt schon, im Studio bei den Profis wären wahrscheinlich schon alle 10 Finger fertig. Aber ich finde es richtig toll, wie schön sich das Pink hier verblenden lässt. Und das ergibt automatisch schon einen soften Übergang. Also ich brauche da nicht viel machen. Also ein bisschen ausstreichen und das war's. Da habe ich dann gedacht, okay, Baby Boomer ist doch nicht so schwer. Man muss halt die richtigen Produkte haben, ne?
mal gucken, vielleicht probiere ich es nochmal demnächst irgendwann an meiner eigenen Hand mit dem Babyboomer. Aber ich bin ja jetzt erstmal auf der Suche nach Modellen, die geduldig sind und genug Zeit mitbringen können. Bei mir in der Gegend ist nicht so einfach. Also ich habe auch auf eBay Kleinanzeigen etc. mal ein kostenloses Inserat reingestellt. Da haben sich auch schon Leute gemeldet. Aber die eine zum Beispiel hatte drei Kinder unter 6 Jahren zu Hause, ist alleinerziehend und kann die Kids halt leider nicht einen halben Tag abgeben. Das ist halt auch schlecht, weil sie bei dem einen auch noch stillt. Und ja, da habe ich natürlich völliges Verständnis dann. Das ist ja kein Problem. Vielleicht findet sich ja noch jemand, der ein paar Stunden Zeit hat. Weil für eine. Ich will halt jetzt erstmal Verlängerung üben. Also die ein bisschen, also Studiolänge. Nicht Überlänge, ganz normale Alltagslänge dann im Studio. Und damit ich da halt schneller werde, damit ich dann bald mal mein Gewerbe anmelden kann. Ich darf nicht allzu viel quatschen sonst. So. Ein bisschen ab. An der Seite vielleicht noch ein bisschen. Das ist jetzt leider gerade. Ein kleines Loch. Ja, das mit der Spiegelung, mit der Lampe ist gerade ein bisschen für mich nicht so einfach. Mal weiter weg gucken, ob das was ist. Meint ihr, das geht schon als Babyboomer durch? Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera auch so gut sehen kann. Das wird vielleicht ein bisschen zu stark blendet. Ja, unscharf ist. Oh. Ach, dieser Stein nervt auch manchmal. Versuche euch mal ein bisschen die Kamera zu halten, damit ihr einen guten Verlauf erkennen könnt. Danke, Sandra. Ja, ich glaube, mit einem weißen Tipp sieht man es halt einfach noch viel besser. Ja. Ich schaue gerade mal weiße Tipps. Ich habe ja alles in unmittelbarer Nähe. Da haben wir doch was. Tada, weißer Tipp. So.
So, jetzt die Frage an euch dann noch. Wir haben jetzt fast schon eine halbe Stunde rum. Soll ich jetzt den nochmal auf einem weißen Tipp probieren? Oder soll ich es mit dem Natural mal probieren? Was wollt ihr eher noch sehen? Weil ich will euch ja jetzt auch keine 2 Stunden Videos hier dann noch später zur Verfügung stellen. Ich wollte euch halt nur meine Technik halt eigentlich noch zeigen. So, und hier hat sich das schon ganz gut glatt gezogen, finde ich. Wenn ich da jetzt noch eine Schicht, eine dünne Milky drüber mache und das dann versiegel, dann hat man doch einen ganz guten, schönen. Bisschen. Das zieht sich halt perfekt glatt. Und da habe ich jetzt eine Luftblase, das will ich natürlich nicht. Ich habe schon gewartet, bis der erste Fussel kommt. Dann streiche ich hier nochmal ganz locker drüber. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt so. Wenn es eine einigermaßen ebene Schicht gibt. Okay, also die Sandra möchte mit dem Natural. Okay, ich kann es natürlich auch ein Kombi machen, dass ich den weißen Tipp nehme und das Natural ausprobiere. Ich hoffe, dass das mit dem Natural auch was wird. Ah, schaut mal, hier kann man richtig schön sehen, wie schön sich das glatt zieht langsam. Das kann man ja dann noch kurz stehen lassen und dann kann man das aushärten. Aber kurzes Feedback, wenn ihr das gut erkennen könnt, vom Farbverlauf her, geht's als Babyboomer durch? Würdet ihr als Kunde sagen, das ist ein Babyboomer, so wie ich es mir wünschen würde? Ich finde ihn persönlich nicht schlecht. Aber da ist, glaube ich, noch Luft nach oben. Vor allem was die Zeit angeht. Eine halbe Stunde für einen Nagel. Na. Ah, danke schön. Da bin ich schon mal beruhigt, dass ihr sagt, es ist ein Babyboomer. So, gut. Dann würde ich den weißen Tipp nehmen. Und würde da mal mit dem Natural probieren. Das ist natürlich ein Ticken dunkler. Da mal gucken, wie das so läuft. Genau. So. Könnt mir mal sagen, was ihr heute noch so vorgenommen habt euch? Bin mal gespannt, wie das Wetter bei euch ist. Ist es bei euch auch so warm? Oder zieht ein Gewitter gerade auf? So, und das ist jetzt ausgehärtet. So, das versiegel ich noch schnell. Und dann probieren wir es gleich mal mit einem weißen Tipp und dem Natural Fiberglas Gel. So. Ja, doch, ich bin mit dem Babyboomer auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Das ist halt auch super mit den Produkten von Doriana. Also damit
Es sind sogar so Babyboomer-Hater wie ich überzeugt. Ja, Sandra, bei uns ist es auch irgendwie gerade so. Also die Sonne scheint nicht wirklich. Das war heute Morgen mal kurz. Jetzt ist es auch erst eher so schwül warm und bewölkt. So, dann haben wir das. Genau, dann können wir das Pink mal zumachen, damit da nichts drankommt. So. Dann tausche ich das mal. Milky. Gut. So. Dann kann ich ja da schon mal Primer drauf machen. Ohne Staub bitte. So, dann lege ich den mal hier so ein bisschen hin. Ich kann mir das dann gut sehen. So, und jetzt da ist meine Knete. Na. Oh. Jetzt habe ich natürlich, hätte vielleicht natürlich erst einen draufsetzen sollen und dann den Haftvermittler drauf. Oh. Ah. Jetzt kommt natürlich der Teil, wo dann natürlich wieder nichts klappen will. So, Knete drauf. Neuer Tipp. Bitte. Ja, gut. So. Dann nochmal ein bisschen. Nehmen Primer. So. So, jetzt mal mit weißem Tipp und dem Natural. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch gut geht. Ist nur die Frage, ob ich es auch gut hinkriege. So. Manche fangen ja mit dem Rosa an. Ich fange immer mit dem hellen Farbton an, also mit dem Weiß vorne. Ich habe ja jetzt hier den weißen Tipp, daher brauche ich hier auch nicht extra nochmal ein weißes Farbgel. Also das Milky ist halt auch hervorragend, um, wenn man jetzt zum Beispiel mit drei Tönen arbeitet, dass man halt so ein, ich sag mal, das Natural nimmt und das Pink Baby Boomer noch nimmt vielleicht. Und das Milky kann man halt gut zum Abdecken halt auch nutzen. Oder um den Übergang noch mal ein bisschen softer zu kreieren. So, dann streiche ich mir das aus. Und aushärten. Also das ist, glaube ich, der schnellste und einfachste Teil. Einfach mal anfangen, ne? Und aussehen.
Ja, ist doch ein guter Babyboomer geworden. Sehr natürlich. So. Ich bin jetzt mal gespannt mit dem Natural, ob das auch so gut funktioniert. Ich mir das vorstelle. Ist jetzt mein Lieblingsgel. Das Natural Fiberglas Gel. Weil es halt einen super natürlichen Farbton halt einfach hat. So. Oh, wie lang so eine Minute sein kann, Leute, gell? So. Ich nehme den Stein mal weg. Bisschen so. Verdammt. Jetzt klebt mein Tipp nicht. Ich hoffe, der bleibt jetzt. So. Dann schauen wir mal, wie gut das mit dem Natural bei mir funktioniert. Der Nachteil hier bei dem Tipp ist, dass man halt ganz leicht dann sieht, dass da der Tipp Untergrund halt weiß ist, wenn sich das so ein bisschen zurückzieht gerade. Ich einfach kurz vorm Aushalten nochmal drüber. Ach ja. Ich freue mich auch übrigens super, mega auf die Neuheiten von Doriana. Bisschen blenden. Verblendet sich ja eigentlich schon fast von alleine, dadurch, dass es ja selbst glatt zieht. Komisch, den Pinsel ein bisschen flacher halten. Moment. Gerade mal kurz mit einem anderen Licht gesehen. Ja, ich bin froh, dass ich gut versorgt bin, erstmal Doriana. Wenn ich jetzt die anderen Fiberglasgele in der größeren Dose noch habe als Vorrat. Aber ich habe schon mal gesehen, dass auf jeden Fall die Bilder von den Produkten jetzt neu drin sind. Ey, sieht ja mega aus mit dem Glitzereffekt noch bei den Gelen. Hammer Idee. Das habe ich, glaube ich, in keinem einzigen Shop gesehen. Also, wenn man da nicht zugreifen will, dann verstehe ich es nicht. So.
Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie mal so ein bisschen. Ja, kaum ist es gel dunkler, habe ich schon wieder Probleme. Meinen inneren Monk zufriedenzustellen. Ganz vorsichtig. Oh Gott, also mit dem dunkleren Gel. Da was Schönes hinzubekommen ist echt. Schon eine Herausforderung für mich wieder. Aber okay, ich glaube, so könnte es ungefähr gehen, wenn ich jetzt noch ein bisschen Milky drüber mache. So, jetzt nochmal hier kurz ein bisschen, damit man diesen doofen Rand nicht sieht. Gott, ich habe das Gefühl, ich klatsche den halben Tiegel da drauf. Also ich glaube, das wäre mein Todesurteil bei einer Kundin. Also im Normalfall würde ich ja, glaube ich, nicht so viel Produkt drauf klatschen. Die Kundin verbrennt mehr in der Lampe. So, jetzt schnell aushaken, bevor sich das Gel wieder alles so legt. Jetzt sieht es nämlich einigermaßen okay aus für mich. Genau, ja. Ja, das eignet sich auch super perfekt, das Pink. Also, wäre jetzt für mich eher wieder so ein Farbboomer, ein Coverboomer, wo ich jetzt sage, boah, wenn man jetzt mal aber überlegt. Hier neben dran stellt so ein bisschen, also die unterscheiden sich schon, aber jetzt nicht so wie schwarz und weiß, sage ich mal, mit dem Kontrast. Und ich habe trotzdem bei dem Natural wirklich mehr Probleme, obwohl sich das auch gut verblenden lässt und auch trotzdem auch soft ist, nicht zu hart. Also da gibt es wirklich krassere, also dunklere Töne. Wo ich noch mehr brauche, aber das Pink Baby Boomer ist einfach wirklich perfekt dafür. So sieht es schon mal aus. Was meint ihr dazu? Hat zwar jetzt auch wieder ein bisschen gedauert, aber. So, jetzt noch eine Milchgeschicht drüber, damit der Übergang wieder ein bisschen softer rüberkommt. Vielleicht auch schon gleich damit. Da hat sich der echte Staubkorn reingesetzt jetzt. Ja, wenn ich das jetzt gerade aktuell sehe, dann ist mir der Übergang jetzt schon wieder zu
Hat schon fast. Ich muss mal mit dem Milky ein bisschen besser spielen. Kratze vielleicht so am Punkt vom Übergang ein bisschen mehr Milky drauf. Ja. Man soll ja schon irgendwie einen soften Übergang von Weiß auf den Coverton sehen. Ja, doch, so langsam. Nur ein bisschen glätten. Ja, ich glaube, Doriana, ich muss halt wirklich einfach mal deinen Workshop machen. Den will ich ja unbedingt mal machen. Klar, im Moment habe ich auch nicht allzu viel Zeit dafür, aber bei dem Online-Workshop kann ich mir auch alle Zeit der Welt lassen. Aber ich will unbedingt wissen, was du mir so noch beibringen kannst. Jetzt lass mich mal gucken. In der Dicke, dass es nicht zu wulstig wird. Ein bisschen verteilen. Ja. Ich würde sagen, könnte man schon lassen. So, jetzt noch ein bisschen. So. Was sagt ihr? Kann man das auch als Babyboomer durchgehen lassen? Oh, super. Ah, das freut mich voll, das Feedback. Also ich bin auch ganz zufrieden. Auf den ersten Blick. Je länger, kennt ihr das manchmal, je länger ihr dann was anguckt, auf den ersten Blick sagt ihr, ja, super, top, zufrieden, bin stolz auf mich, besser geht's nicht. Und dann macht ihr vielleicht ein Foto und guckt es euch nochmal an und denkt so, oh mein Gott, nee, das kann ich nicht in die Öffentlichkeit setzen. Furchtbar. Das blamiert man sich nur selbst mit. Also, so geht es mir ganz oft, wo ich dann denke, mal gucken, was die Leute sagen. Da sind ja auch oft viele schon dabei, die das jahrelang machen und die wirklich Experte sind oder genauso perfektionistisch sind wie ich. Ne? Man sieht es ja allein in den ganzen Gruppen schon, wie teilweise miteinander umgegangen wird. Da tun dann irgendwelche Profis sich in Gruppen reinsetzen, die vielleicht auch für Anfänger sind und dann werden die Anfänger dann rund gemacht, weil halt ihre Nägel noch nicht oder ihre ersten Modellagen oder Übungen noch nicht so schön aussehen. Und das ist halt unter aller Sau so. Die meisten Gruppen bin ich dann auch rausgegangen. Also ich habe mich daran nicht beteiligt. Wenn ich dazu halt nichts groß an ja, fachlichem Wissen weitergeben konnte, habe ich dann einfach weitergescrollt. Aber haben alle mal klein angefangen. So, jetzt ist er ausgehärtet. Hier seht ihr nochmal. Ja, also ich bin damit doch sehr zufrieden, trotz allem. Und komischerweise hat der nicht so lange gedauert wie der andere, oder? Ja. Geil. So, da seht ihr es nochmal von der Seite. Also er ist nicht zu dick geworden. Ich versiegel das jetzt natürlich noch, weil die haben natürlich ja eine Schwitzschicht, die Arbeitsgele. Wo habe ich jetzt mein Versiegel eingestellt? Ach, da. Wenn es genau vor einem steht und man nichts sieht.
So. Natürlich kann man die auch matt sehen, Babyboomer auch ganz gut aus. Aber da muss ich sagen, ist mir schon aufgefallen, wenn Leute das matt versiegelt haben und der Übergang, oder wenn ich geübt habe und ich habe es matt versiegelt, sieht man halt den Übergang dann doch ein bisschen schärfer, wenn der nicht so sauber gearbeitet ist. Jetzt hat sich da echt ein Fussel reingesetzt, oder? Was ist das? Ist für ein Vordring gewesen? Kriege ich es noch weg? Ach, da hat sich dann beim Aushärten ein Fussel reingeschlichen. Naja. Es geht ja um den Verlauf hier gerade und dass ich nebenbei noch ein bisschen geübt habe und jetzt auch weiß, dass es auch mit dem Natural ganz gut geht. Dann versiegel ich das noch und dann kann ich die beiden noch mal nebendran dran stellen, damit man den Unterschied hier auch noch mal sieht. Genau, Heike, ja, das habe ich sogar auch mitgekriegt, als er das gesagt hatte. Das stimmt. Es ist auch einfach so. Bei Beiträgen, die man nicht mag, einfach weiter scrollen. Dafür gibt es die Funktion. Ne, dann denkt man sich kurz sein Teil und gut ist. Man muss es nicht unbedingt alles in die Welt hinaustragen, was man gerade denkt. Und vieles, was man denkt, sollte man wirklich auch für sich besser behalten. Weil die meisten Leute interessiert es eh nicht. Wenn du keinen Beitrag zu leisten hast, der wirklich was bringt, auch den anderen Leuten. Ich sage auch bei mir auf der Arbeit immer, bei meinem Team, wenn euch was an dem anderen gerade nicht passt oder irgendwie was auch immer, kann man das im ganz normalen sachlichen Ton sagen und dann fühlt sich auch keiner angegriffen. Wenn natürlich gleich einer kommt, meh, 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 und dann. Klar, wird der andere auch mi, mi, mi. Und dann geht es, dann schaukelt sich das irgendwann hoch, ne? Und ja. Deswegen finde ich es dann wenigstens immer gut, wenn in den Gruppen, in Facebook und so, dann die Admins präsent sind, die das dann mitkriegen oder dann gleich reagieren, wenn sie das gemeldet bekommen und die Leute dann einfach kicken. Weil das ist ein No-Go. So. Dann schauen wir mal, wie ich als Babyboomer-Anfängerin so gearbeitet habe. Ich tue es jetzt mal auf eine helle Zellette, damit man da auch den Unterschied mal ein bisschen sieht. So. Ich halte euch mal ein bisschen die Kamera. Und was sagt ihr dazu? Sind es zwei tolle Babyboomer-Varianten. Also ich bin wirklich für jede Kritik, Tipps und Feedback dankbar, die ich bekomme auf meine Bilder, auf meine Stories, auf meine Videos, in meinen Lives, weil ich sehe mich auch noch nicht als Profi. Ich bin höchstens ein Fortgeschrittener. Wenn überhaupt. Ja, von daher. Und bei vielen Sachen wie neuen Techniken, neuen Trends, da fangen ja auch die Profis komplett neu an, Techniken zu entwickeln. Dankeschön, liebe Sandra. Also ja, doch, ich bin zufrieden damit. Klar, ich glaube, wenn man den hier auf dem weißen Tipp gemacht hätte, würde man auch das nochmal besser sehen, die Abgrenzung mit dem hellen und dem rosan. Aber das kann ich ja auch mal gucken. Wenn ich vielleicht später noch Zeit habe, mache ich vielleicht noch mal ein und tun vielleicht noch mal in die Story oder sogar als Feed noch reinsetzen. Schauen wir mal. Ansonsten vielleicht auch morgen, wenn es euch interessiert. Babyboomer ist halt was. Das ist halt wie damals das French, ein Trend, der halt, denke ich mal, noch sehr lange bleibt.
Und der halt auch immer geht und der auch, glaube ich, im Studioalltag sehr beliebt ist. Und manche Kunden kommen bestimmt immer wieder und sagen, so wie immer, einfach Babyboomer und gut ist. Vielleicht manchmal ein bisschen abgewandelt mit ein bisschen Glitzer, da ein Stickerchen hin, da ein Steinchen oder so noch. Und selbst sowas kann man dann super einfach schnell aufpeppen. Also. Ja, ich finde ihn, wie gesagt, super hübsch, aber an mir zu arbeiten, finde ich es grausam. Ja, nee. Oh, danke, Heike. Wenn ich irgendwann mal hier ein bisschen mit dem Tempo und die Routine reinkriege und vielleicht auch öfter Babyboomer arbeite und dann die vielleicht noch besser irgendwann dann aussehen und schneller gehen und ich dann irgendwann in ferner Zukunft mein eigenes Studio habe, wird es vielleicht dann auch noch so sein, dass es auch Kunden regelmäßig wollen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? In dem Sinne wünsche ich euch allen noch ein wunderschönes Wochenende. Genießt das Wetter, solange es schön ist. Und ja, ansonsten bleibt weiter gesund, passt auf euch auf. Und dann sehen wir und hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao.